Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Gast bei mir. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ich habe, sie heißt Julia Vitalis. Und ja, mit Julia habe ich gestern ein ganz schönes Vollmondritual erlebt. Und wir haben uns kennengelernt, weil eine Freundin von mir deine Videos schaut und ganz begeistert war. Und dann dachte ich, guck sie mir auch mal an und bin wirklich sehr berührt. Und dann habe ich Julia angerufen und gesagt, ich will dich kennenlernen, lass uns was zusammen machen. Und jetzt, zwei Tage später, sitzen wir hier schon zusammen, wie sich manchmal so Dinge realisieren. Du hast eine ganz tolle Videoserie gemacht über weibliche Kraft, Macht. Aber vielleicht sagst du selber was dazu. Stell dich ruhig mal vor, was du so über dich sagen magst, über deinen Kanal und was sich so bewegt. Ja, hallo, ich bin Julia Vitalis und ich habe die Videos gemacht aus verschiedenen Gründen. Ich habe angefangen, Alternativen zu suchen, wie ich mit meiner Blutung anders umgehe. Das war ein Grund, der sehr viel ausgelöst hat. Und dann kam noch dazu, dass der Wahlkampf gelaufen ist. Damals letztes Jahr war das in den USA und ich festgestellt habe, es ist jetzt notwendig, dass wirklich viele Frauen ihre Meinung mehr sagen, halt das, was sie auf dem Herzen haben, dass wir sie gerade in die Welt bringen wollen, weil es sehr viel im Umbruch und die Stimme von Frauen ist auf jeden Fall sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und dann habe ich auch gedacht, ich gehe jetzt in die sozialen Medien und sage das, was ich zu sagen habe. Ich bin schon länger beschäftigt mit dem Thema Geburt und der Situation von Hebammen. Das war ein weiterer Grund, weil es da einfach Verschlechterungen gibt. Und gleichzeitig baut sich aber gerade auch im Internet eine große Frauenbewegung auf, eine neue, die mehr so in Richtung Schoßraum, Bewusstsein, Körperbewusstsein geht. Und das fand ich sehr schön und wollte es gerne unterstützen mit den Videos. Ja. Und es ist wirklich grandios. Ich verlinke euch Julias Kanal und auch die Videos unten in der Infobox, also schaut da mal rein. Und das sind wirklich große Geschenke, die du da geschaffen hast. Also ich bin ja auch schon lange auf dem Weg, so mit Weiblichkeit, Frau sein, darüber wollen wir uns ja jetzt auch austauschen. So. Und das waren nochmal so, ja, wie so Perlen, wo alles zusammengefasst wurde, was ich so in meinem Köpfchen mir auch erdacht habe. Und es ist dann einfach immer schön zu merken, so, da sind andere Frauen, die ähnlich unterwegs sind wie ich und halt wirklich dieses neue Frausein schaffen wollen, wo es halt echt um Schwesternschaft geht, wo es um Miteinander geht und wo es darum geht, uns gegenseitig in die Kraft, und du verwendest ja sogar das Wort Macht, in die unsere weibliche Macht zu bringen und oder in die Schöpfermacht, so hast du es genannt. Schöpfungsmacht war ganz wichtig, einigen Frauen, die ja matriarchal orientiert sind, dass das geschlechtsunabhängige Wort Schöpfungsmacht benutzt wird. Okay. Das soll ich gerade nochmal sagen. Ja, okay, danke. Ja, ja, ich finde so eine kleine Details sind voll wichtig. Oder Schöpferinnenmacht wäre auch noch möglich, halt, ja. Ja. Also das war jetzt ein Wunsch von denen speziell. Ja? Manche legen halt große Wert auf Wörter. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch so eine Wortmagierin, von daher finde ich es gut, darauf zu achten. Ja, und wir wollten uns einfach so ein bisschen austauschen und dich als Zuschauerin, als Zuschauer vielleicht auch daran teilhaben lassen. Und mein Ansinnen ist es immer, so mehr in die Kraft zu kommen und anderen Frauen irgendwie auch zu zeigen, so, ja, lass uns das gemeinsam machen und uns da unterstützen. So, und da finde ich es einfach schön, so Geschichten zu hören oder die Erfahrungen, was jede so an Wissen und Erfahrung so zusammengesammelt hat, und das einfach zu teilen. Ja. Willst du vielleicht mal anfangen, was du so mit deinem Frausein, Weiblichkeit, was sind da so die ersten Sachen, die dir so spontan einfallen zu dem Thema? Also wir haben vorher, als wir über das Gespräch ein bisschen geredet haben, habe ich gesagt, diese Diskrepanz halt zum Thema zu machen von der Trennung zwischen Kopf und Körper oder auch Geist und Körper und dann noch der Seele natürlich, oder die Begriffe, die ihr eben verwenden wollt.
die meiner Meinung nach eben zur Sozialisation von Frauen gehören in unserer Gesellschaft. Nicht von Frauen nur, natürlich von Männern auch, aber es hat halt sehr gravierende Auswirkungen auf den Körper. Und das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen. Deswegen jetzt, nachdem ich halt sehr lange in meinem Leben Weiblichkeit erforscht habe auf der intellektuellen Ebene, weil ich das studiert habe, auch unter anderem Gender Studies und sehr viel über Bücher und über Filmanalysen und so weiter mich dem Thema genähert habe, gab es halt jetzt eine Phase, wo es unerlässlich war, auch gerade als auf dem spirituellen Weg den Körper in dieses ganze Bewusstsein hinein zu integrieren, endgültig, um dann halt wirklich ganz zu werden in dem Bewusstsein, ich bin eine Frau und was bedeutet das wirklich? Und das ist irgendwie im Moment, habe ich so das Gefühl, ich möchte gar nicht so sehr wieder darüber so sprechen, sondern das ist wirklich in meinen Videos versuche ich auch, die anderen Zugänge zu stärken, auch wenn es sehr viel auf der Sprachebene bleibt. Und das ist mir auch wirklich immer wieder wichtig zu betonen, weil ich eben die Frauen auch erreichen möchte, die aus einem ähnlichen Hintergrund herkommen wie ich. Und das vielleicht noch nicht an den Punkt gekommen sind, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, in einem weiblichen Körper zu sein. Ja? Mhm. Ich wollte gerade sagen zu leben, aber ich finde zu sein besser. Das ist wirklich ein Dasein und Fühlen und wahrnehmen und spüren und hinlauschen und entwickeln. Und du hast ja vorher im Gespräch auch gerade gesagt, dass wie weit du darin gegangen bist, schon in diese Feinfühligkeit reinzukommen, in deinem Körper wahrnehmen. Das fand ich sehr beeindruckend und auch berührend. Weil das uns normalerweise halt so in diesem stressigen Alltag in unserer Gesellschaft nicht möglich ist. Ja, ja, gerade wenn man so einen Alltag hat, wo man halt viel funktionieren muss, wo man wenig Pausen hat, um irgendwie mal innezuhalten und so. Du hast ja auch das so angesprochen und das ist ja auch ein Thema von mir mit der Intuition, dass du halt wirklich darauf lauscht, irgendwie was steht jetzt eigentlich für mich gerade an, so, ne? Und ich habe ja schon viele Körperarbeitsgruppen auch gemacht, wo ich immer wieder merke, dass die Menschen total erleichtert sind oder das total gerne annehmen, wenn sie dann so einen Raum haben, in dem sie sich selbst so begegnen können, auch gerade auf der körperlichen Ebene, durch Berührung oder einfach durch den Kontakt mit anderen Menschen auf so einer ganz bewussten Ebene, so wo ich habe ja auch schon einige Körperspürreisen auf dem Kanal so mit den Videos oder in Form von Videos, wo ich halt auch so durch den Körper gehe und das ist halt eine Art und Weise, damit auch in Kontakt zu kommen, so, ne? Sich den Körper bewusst zu machen, so dass man glaubt es, also ich merke das immer wieder, wenn ich das auch selber mache, wenn ich, obwohl ich eigentlich denke, ich bin schon so ein körperbewusster Mensch, aber wenn ich dann selber nochmal die Meditation mache und mir meine Füße spüre, meine Waden und durch den Körper so gehe, dass das noch stärker wird, so, dass das wirklich Unterschied macht, wenn du da mit deinem Bewusstsein hingehst und dir vorstellst, okay, wie fühlt sich denn jetzt meine Wade an? Und so, ne? Und warum ist es überhaupt sinnvoll, das zu machen? Es ist, gehen wir, gerade wir Frauen, aber auch alle Menschen, also auch Männer, sehr oft über unsere körperlichen Grenzen. So. Sei es jetzt, dass wir zu viel arbeiten, sei es, dass wir in der Sexualität Dinge tun, die wir nicht wollen, weil wir nicht richtig in unserem Körper sind, aber das hat natürlich auch noch viele andere Gründe, aber oder einfach, dass wir zu wenig Pausen machen und immer denken, wir müssen irgendwie mehr und leisten und dadurch, also wenn wir dann einen stärkeren Zugang zu unserem Körper hätten, dann würden wir eher wahrscheinlich spüren, dass jetzt auch mal eine Pause dran ist, dass ein Rückzug dran ist, dass, ja, weil wie du auch sagst, dass dieses in den Körper spüren, dann spüre ich nicht nur meinen Körper, ich spüre halt meine Seele, ich spüre den Geist, was da so gebraucht wird. Und da immer feinfühliger zu werden, das ist für mich auch wie so eine, ich habe es vorhin schon gesagt, wie so eine Präventionsmaßnahme, dass ich
quasi bevor irgendwas ausbricht oder losgeht, irgendwie bevor so größere Sachen passieren müssen, dass ich die im feinen Inneren schon spüre und dann schon eruieren kann, was ich dann brauche, ob es jetzt irgendwie Schlaf ist, Ernährung oder ich ein Gespräch führen muss mit jemandem Klärendes oder ob ich mal wieder tanzen gehe und mir Freude und Leichtigkeit schenke oder kommt mir jetzt auch das Wort so Intuition, also dass da einfach dieses feine Spüren, sich zu trauen, das auch wahrzunehmen, auch die feinen Nuancen und darauf dann reagieren zu können. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich das Gefühl habe, so dein Redefluss wird immer langsamer und es wird immer, das ist genau, entspricht genau dem, worum es geht. Ja? Und es wird also sozusagen, geht immer mehr in diese andere Wahrnehmungsebene. Das finde ich gerade voll lustig, weil wir könnten jetzt dann theoretisch immer, wenn ich über solche Sachen rede, irgendwann kommt dann manchmal so ein Punkt halt, dass man auch wirklich aufhören kann zu sprechen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir rausgegangen sind. Wir sitzen hier hinter so einem schönen, vor einem schönen Baum. Und für mich hat dieses Ganzwerden, also für mich persönlich hat das sehr viel zu tun halt mit Heilung, Ganzwerden in der Natur sein. Weiblichkeit auch, ist für mich untrennbar verbunden. Und wenn ich jetzt hier sitze, also so einfach ganz konkret, dann sitze ich jetzt auf dem Boden. Also ich bin Heilerin in schamanischer Tradition und für uns ist das halt die Mutter Erde. Über uns der Vater Himmel. Und wenn ich jetzt hier auf dem Boden sitze, dann nehme ich wahr, dass halt sozusagen in meinem Unterleib, ich benutze jetzt mal dieses Wort, manche Frauen mögen das nicht so, ich finde es okay für mich, also alles entspannt ist und ich jetzt wirklich einen ganz tollen Kontakt habe zur Erde. Und wir haben aber vorher gerade darüber gesprochen, wenn ich sozusagen dann wieder reingehe in diesen normalen Bewegungsablauf, ganz oft anfange dann sofort anzuspannen und das hängt wahrscheinlich, denke ich, damit zusammen, also so mit so Vorstellung von leisten müssen. Ja, und jetzt denke ich so, okay, jetzt muss ich wieder meine Frau stehen oder so. Und wenn ich mich dann hinlege, halt wieder ganz also entspannen kann, dann entspannt sich auch die gesamte Muskulatur so im Beckenboden und das ist was, womit ich ziemlich viel beschäftigt bin. Und wenn ich in der Natur bin, alleine eigentlich am besten, außer Menschen können genauso dann einfach nur da sein, die mit mir sind. Das ist halt mit Menschen meistens wird halt gesprochen und etwas getan. Ja? So sind wir halt alle trainiert worden. Deswegen bin ich gerne allein in der Natur und dann kann ich wirklich halt sehr gut mit mir selbst sein und auch alles einfach nur spüren, weil die Natur schenkt uns das. Ja? Also die Natur schenkt uns das immer und auch sämtliche rational Gesinnten, alle Philosophen, alle möglichen Aufklärer und Rechtsanwälte, Richter und sonst wie Ärzte gehen gerne in der Natur spazieren und erholen sich mit ihrem Hund bei einem Spaziergang mit. So, das heißt, bewusst oder unbewusst, die meisten wissen, dass es ihnen super gut geht, weil sie dort am leichtesten mit sich selbst verbunden sein können. Ja. Ja. Ist schön, dass du das ansprichst. Ich habe das auch, so fällt mir gerade ein, so in einer Lektion von meinem Selbstliebe-Videokurs, da habe ich halt auch gesprochen, wie heilsam so die Natur ist. Und wir haben uns ja vorhin auch über Menstruation unterhalten und wo das so herkommt mit den Beschwerden und was man da so tun kann. Und aber was ich gerade nochmal aufgreifen möchte, was du gesagt hast, dieses, ich stehe dann meine Frau, ich nehme da eine bestimmte Haltung ein. So. Und also es gibt so ein bestimmtes Bild, dem ich entsprechen muss oder dem ich entsprechen möchte. Also ich rede jetzt von mir so, ne? Und wo ich denke, ich muss irgendwie sein, so um, ich weiß nicht, also was ich damit sagen will, ist so das immer mehr aufzudröseln, aufzuspüren, wann mache ich das und wieso und das so da wirklich anzufangen, selbst zu reflektieren und mir selbst da auf die Schliche zu kommen, dass ich halt, weil das habe ich zum Beispiel gestern Abend in unserem Kreis total genossen bei dem Ritual. So das Gefühl, ich kann da so sein, wie ich bin. Ich muss irgendwie nicht darstellen.
Und jede Frau war einzigartig anders und es war total schön, so jede in ihrer Eigenart zu sehen und dadurch auch in ihrer Kraft. Und das ist, finde ich, total wichtig, dass ich so Räume habe und so Menschen, Frauen kenne, wo das halt immer mehr so sein kann. Ne? Und das aber auch zu spüren, wenn ich dann vielleicht mal in anderen Kreisen unterwegs bin oder ich sag mal, ich weiß immer gar nicht, wie ich das benennen soll, die normale Gesellschaft oder der Mainstream oder ich weiß nicht, hast du da ein Wort, was du verwendest? Ja, ich würde das nicht Mainstream, wichtig ist halt für mich, dass wir aufhören, so diese Trennung weiter aufzumachen, weil wir haben auch jetzt mit jemand anders gerade geredet, dass das sowieso immer mehr ineinander übergeht. Und es gibt einfach auf allen Ebenen schon Leute, die spirituell orientiert sind, sei es jetzt irgendwie im Bankencoaching, im höchsten Managerbereich, weil ich kenne solche Leute, bei VW oder wo auch immer. Es gibt diese Trennung jetzt nicht mehr so stark, teilweise schon. Aber was ich bei meinen Videos auch mal versuche klar zu machen, ist, dass halt, wir haben ja alle die beiden Gehirnhälften und das ist nur unser Gehirn. Und es kommt aber auch immer mehr das Wissen über dieses Herz, die höhere Herzintelligenz und wie das Bauchgehirn und was weiß ich, was halt noch alles mit reinspielt und wie komplex die ganzen Zusammenhänge sind. Jetzt brauche ich gerade nochmal deine Frage konkret. Nee, ich wollte nur wissen, ob du sozusagen ein. Ich fand es gerade voll gut, dass du das. Also Mainstream, aber was hast erwähnt du erwähnt? Nee, ich habe eigentlich nur nach einem Wort gefragt, was ich jetzt verwenden kann, um meinen Gedanken zu Ende zu sprechen, weil ich. Aber ich finde es voll gut, dass du es gesagt hast, also dass da keine Trennung mehr ist. Aber ja, sei es. Also so vielleicht der normale Alltagsablauf, der weiß ich nicht, stressige Alltags-Mindset ist auch so ein Wort, was man benutzen könnte. Ja. Also jedenfalls diese Räume, wo ich halt. Das ist ja wahrscheinlich auch für jede Frau oder für jeden Mann ein anderer Raum, aber wo ich glaube, irgendwie sein zu müssen. Und das immer mehr zu bemerken und ich merke das, wie entspannend das für mich ist, wie erleichternd das ist und dass ich mir mein Leben immer mehr so erschaffe, dass ich halt wirklich an jedem Ort mich traue, so zu sein oder es zumindest erstmal als ersten Schritt zu bemerken, dass ich jetzt wieder irgendwie glaube, irgendwie sein zu müssen. So. Mir fällt gerade spontan was ein und vielleicht können wir ja jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern auch was mitgeben, im Sinne, weil mich hat zum Beispiel so eine E-Mail erreicht von einer Frau, die halt gesagt hat, sie findet das halt so anstrengend, diese Diskrepanz halt, worüber wir sprechen, diese Körperwahrnehmung und da immer feinfühliger zu werden und dann trotzdem das Gefühl zu haben, das ist ja eigentlich genau das, worüber wir gerade sprechen, eben in dem anderen Rhythmus dann wieder drin zu sein und das zu integrieren zusammen und wie sie das denn machen soll, wenn sie jetzt das Gefühl hat, sie möchte sich eigentlich in den Zyklen ihrer Periode entsprechend verhalten, zurückziehen, vor der Blutung oder wann auch immer. Und das geht gar nicht, weil sie hat dann halt Arbeitstermine und so weiter. Vielleicht finden wir jetzt gerade spontan eine Lösung zusammen. Wie weil halt noch viele ja da drin sind auch, mehr oder weniger. Ja. Viel geht halt für mich über den Atem. Mhm. Also es ist eigentlich immer so das Endergebnis auch sozusagen von jeglichem spirituellen Suchen, dass halt irgendwann wirklich nur noch ich auf den Atem achte. Und das geht halt in jeder Sekunde, also in jeder Situation so. Ja. Was auch noch eine Möglichkeit ist, da können wir ja gleich auch noch länger drüber reden, weil da kannst du ewig drüber reden über den Atem. Es hat mir mal eine Frau empfohlen, dass wenn es halt gar nicht mehr anders geht, dich einfach mal auf die Toilette kurz zurückziehst. Also das mit der Toilette, das spreche ich auch, habe ich schon öfter in Videos angesprochen, so dass das ist sozusagen so wie so ein Mini-Retreat oder Mini-Breakout, so, ne, wo da bist du total ungestört und kannst echt mal so kurz innehalten, durchatmen. Und auch mal so spüren und dich neu eruieren. Ich mache das auch, wenn ich in intensiven Gesprächen bin oder intensiven Situationen bin und irgendwie merke so, boah, irgendwas stimmt gerade nicht mehr richtig oder ist gerade sehr intensiv, dann gehe ich auch mal auf Toilette sozusagen, um mir da so eine bewusste Auszeit zu nehmen, um mal kurz von außen auf die Situation draufzuschauen. So, ne? Und du hattest gefragt, was kann man vielleicht so Menschen
empfehlen, die halt noch in diesem Alltagstrott mehr so drin sind. Ich finde wichtig, das zu sagen, dass es nicht immer ungefähr eine Stunde meditieren braucht oder eine halbe Stunde oder so, dass wirklich auch die kleinen Momente, die man immer wieder einbauen kann. Es gibt so zum Beispiel auch so eine Uhr, die dann, oder Apps sind das, glaube ich, auf den Smartphones, wo dann ab und zu mal so ein Gong kommt und dann kannst du innehalten und kurz mal anhalten in dem, was du machst. Das kannst du vielleicht auch nicht immer auf der Arbeit machen, aber da kannst du halt dann einfach mal einmal in der Stunde, eine Minute irgendwie kurz anhalten oder auf dem Weg zur Arbeit da bewusste Momente dir schaffen und dich da wahrnehmen oder sowas. Ne? Es müssen sozusagen nicht immer unbedingt Extrazeiten sein, sondern es geht auch, glaube ich, darum, wie du die Dinge tust, die du sowieso tust. So, ne? Es kann ja dann auch nach Feierabend sein, dass du dann irgendwie beim Abwaschen irgendwie genau spürst, wie du den Teller abwäschst oder so. Ne? Du hast ja auch, ich kenne das Buch nicht, aber du hast das so empfohlen. Sozusagen nach der Erleuchtung, wie geht es dann weiter? So, ne? Aber es ist ja auch schon quasi, also ich mache ja selber auch, gebe so Retreats und finde auch immer den Moment am wichtigsten, die Leute gut zu entlassen in ihren Alltag und dann nicht irgendwie, okay, jetzt hatten wir hier mal so 10 Tage Urlaub oder so zusammen und dann mache ich ganz normal weiter, sondern das Wichtigste ist ja dann, wie bringe ich es rüber, wie integriere ich das dann in den Alltag, und da ist es für mich wirklich so, es ist fast wie so eine innere Haltung, die du den ganzen Tag haben kannst, wie du die Dinge tust, dass du da einfach die Achtsamkeit, also für mich ist auch so eine Achtsamkeitsschulung, ja, für den Moment so. Mhm. Und das kann, glaube ich, schon, also kann man sich immer wieder einfach ins Gedächtnis rufen, das mal zu machen. So. Ja, das ist so die allgemeine, auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich habe mich auch sehr spät erst irgendwie, eben genau dieses, ja, ich meditiere halt, oder du, dein ganzer Tag verläuft in dem Bewusstsein. Ich will nicht behaupten, dass ich das schon erreicht habe, schön wäre es, aber zumindest halt das Umdenken des Verständnisses, worum es überhaupt geht, ja, dass du halt das Einatmen, Ausatmen, was du dann da auch immer machst, so haben, oder was du da auch immer drauf sagen möchtest, oder dein Mantra rezitieren, bei jeglicher Hausarbeit machen kann. Das ist am wichtigsten für Leute, die wirklich gar keine Zeit haben, also Mütter, die 6 Kinder haben oder so, und, aber es ist halt die Haltung einfach, ja. Wollte ich gerade noch was sagen, das ist mir jetzt entfallen. Wenn es speziell um die Blutung geht und um Weiblichkeit und diese Integration im Alltag, kann es hilfreich sein, zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mal das eigene Verhalten, Stimmungsschwankungen und so weiter, sowas wie Heißhungerattacken und so weiter zu notieren halt, um zu gucken, wann in welchen zyklischen Phasen, welches Verhalten auftritt, um das auch besser kommunizieren zu können. Und das bedeutet dann wirklich einfach vom Herz zu sprechen und der Umwelt mitzuteilen, jetzt fühle ich mich so und so und ich brauche jetzt den Rückzug, und dann kann man das auch einfach benennen, wenn es einem möglich ist. Mhm. Und das ist auch generell halt das, was jetzt ansteht, denke ich. Und wenn man also allgemein halt für alle Menschen einfach wirklich zu sprechen, vom Herzen zu sprechen, was wir gerade geht, und wenn wir jetzt im Arbeitssetting sind, zum Beispiel auch einfach mal zu sagen, ich fühle mich jetzt so erschöpft, ich würde jetzt gerne mal, können wir vielleicht mal 10 Minuten Pause machen und wir reden nachher, also einfach versuchen, andere Abläufe zu schaffen auf Basis von dem, was ich jetzt gerade mit meinem Körper wahrnehme und was ich brauche, meine Bedürfnisse wahrnehmen. Ich denke schon, dass auch so eine Veränderung, eine allgemeine Veränderung in Gang kommt. Es heißt ja nicht, ich bin jetzt nicht, unterliege nicht der Illusion, dass alle sofort das Bedürfnis irgendwie verstehen, achten und alle dann super miteinander umgehen, aber es eröffnen sich mehr Möglichkeiten, dass es in die Richtung geht. Mhm. Ja, wenn halt einige damit anfangen. Ja, das ist mir auch sozusagen ganz wichtig, das so zu vermitteln, und ihr wisst, die mich schon länger verfolgen, dass meine Videos auch immer, ich versuche euch echt alle Facetten zu zeigen und halt auch, wenn ich schwach bin oder so, das halt zu zeigen. Und ich glaube, das ist total wichtig, sozusagen dieses Funktionieren zu unterbrechen und sich sozusagen auch dann in der Schwäche oder so zu zeigen. Und
ich habe jetzt gerade so gedacht, okay, es gibt natürlich dann auch leider sozusagen so Reaktionen, wo das nicht geht, wie du es ja auch schon angesprochen hast, wo dann irgendwie komische Reaktionen kommen, wo die Menschen so fern von ihrem eigenen Fühlen sind, dass sie dann sowas eliminieren müssen, wenn irgendwer sich schwach zeigt oder sowas. Mhm. Das gibt es natürlich auch. Und dann ist aber die Frage, bist du an so einem Ort richtig, so, wo du halt dich so abspalten musst von dem, was du fühlst. So, ne? Aber das ist dann auch schon ein krasser Schritt. Du kannst halt dann die Leute, entweder kannst du noch versuchen, sie zu erreichen, halt, wenn du noch die Energie hast. Aber ich würde auch nur sagen, wenn die Energie noch da ist, ja, weil sonst geht es für dich selber nach hinten los. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einen ganz regelmäßigen Essens- und Schlafensrhythmus habe, schon immer, und meine Sachen dann mittransportiere, Essen und Trinken, meistens was dabei habe, und dann auch, wenn ich im Kino bin und es ist 7 Uhr, dann halt während des Films das esse, was halt wirklich nur sehr wenige Leute machen. Und da habe ich schon öfter so Reaktionen geerntet, unterschiedlich aggressiver Art, dass halt Leute mir erklärt haben, das geht nicht, ich müsste auch mal ein paar Stunden das aushalten können, und so sehr vehement, wo klar ist, dass ich ihre Erziehungsmuster gerade angetickt habe. Und dann ist eben die Frage so, möchte ich jetzt in der Situation weiterbleiben, und macht es Sinn, mit den Leuten jetzt noch weiter Kontakt zu haben? Bin ich diejenige, die ihnen jetzt etwas ins Bewusstsein rufen muss, oder gehe ich einfach raus und sage, ich möchte lieber mit anderen Leuten zusammen sein, die das irgendwie akzeptieren können, dass es Leute gibt, die stark unterzuckert werden zum Beispiel, wenn sie was zu essen brauchen, und das einfach wissen. Und das kann dann nur jede selber entscheiden, aber diese ganzen Situationen, auch wenn sie unangenehm sind, sind trotzdem Situationen, die Bewusstseinsprozesse hervorrufen, immer, ja, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie mit Happy End enden oder so, ne? Ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, den du so angedeutet hast, das habe ich auch gerade heute in deinem Video gesehen und kenne das quasi aus eigener Erfahrung, dass ich während meines Menstruationszyklus sozusagen Phasen habe, wo ich merke, ich möchte mich zurückziehen. Also wenn ich meine Menstruation bekomme, beziehungsweise wenn ich sie habe, dann habe ich halt stark immer das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. So, ne? Und vielleicht kannst du das auch für dich so rausfinden, dass du merkst, okay, wenn der Eisprung ist, dann ist irgendwie so nach draußen gehen und sich zeigen. Ne? Das ist ja auch eigentlich sozusagen evolutionsbiologisch so vorgesehen, dass man dann halt gesehen wird und befruchtet, das Ei befruchtet wird sozusagen. Und ja, und in der Menstruationszeit man oder Frau sich halt eher zurückzieht. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die du hast so schön gesagt, mit so einem Tagebuch einfach mal aufzuschreiben, wann du welche Bedürfnisse hast, und dann da dir auch sozusagen auf die Schliche zu kommen oder einfach dich selber dadurch besser kennenzulernen. Und Muster oder Bedürfnisse zu bemerken. So, das ist auch, vielleicht merkst du bei der Arbeit, dass du an bestimmten Tagen mehr Ruhe brauchst oder mehr Pausen bräuchtest als an anderen Tagen oder so. Ne? Und so wie du sagst, es ist so schön, das dann kommunizieren zu können, oder halt einfach, meistens hilft es ja schon, wenn ich es selber weiß. So, dann kann ich selber auf mich da mehr Rücksicht nehmen. So. Mhm. Gelassen. Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch? Nö, wir können ja auf jeden Fall allen viel Glück wünschen bei diesem Bewusstseinsweg und dem Wahrnehmen von euren Bedürfnissen. Und dass ihr da immer mehr in Gleichgewicht kommt, von wie euer Alltag sich dann da dem anpasst, auch in dieses Gleichgewicht mit eurer Weiblichkeit zu kommen und es auch vermitteln zu können. Weil eure Partner oder euer Umfeld und eure Beziehungen dann eben auch mehr ins Gleichgewicht kommen, denke ich, ja, mit euch selbst. So, und das wünsche ich euch von Herzen und freue mich, dass ihr zugehört habt. Ja, das ist ganz spannend, dass du das jetzt so
nochmal zusammenfasst, weil wir hatten so Thema Weiblichkeit, Frau sein und das, worum es jetzt hauptsächlich ging, war so dieses, die eigenen Bedürfnisse zu entdecken, zu entschlüsseln und auch zu kommunizieren. Das ist sehr voll das wichtige Thema, finde ich. Also so ein super guter Schritt, also wenn das jede Frau mehr und mehr kann, also dann sähe die Welt schon ganz anders aus. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei, dich selbst zu entdecken, zu erforschen und ja, wohlig mit dir zu sein, so dass es dir gut geht und ja, die Selbstliebe sich mehr und mehr zeigen darf und spürbar wird. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für den Austausch. Mhm. Ich habe viel mitgenommen und schaut auf jeden Fall bei Julias Kanal vorbei. Ich kann euch die Vorträge sehr ans Herz legen. Oder ich möchte sie euch sehr gerne ans Herz legen, weil sie sehr tief gehen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet.